Wenn die Verabreichung der Spüllösung beendet ist, schließen wir die blaue Quetschfirne, entfernen hier den Pimmelconnector vom Leerbeutel und konnektieren hier wieder rot zu rot an die neue Chemotherapie. Wir hängen den Beutel auf, öffnen die rote Quetschklemme, stellen in der Pumpe die Rate ein, öffnen die Rollklemme, drücken auf Start und verabreichen erneut. Wenn die Verabreichung der letzten Chemotherapie beendet ist, schließen wir die rote Quetschklemme, öffnen die blaue Quetschklemme, stellen in der Pumpe abschließend 50 ml Spüllösung ein, öffnen die Rollklemme, drücken auf Start und spülen das System abschließend noch einmal mit 50 ml Spüllösung durch.